Willkommen zurück zu Splatoon 3 mit dem Quasso Jensen. Quasso ist es ja halt. Jensen Quasso Art wieder. Mal gucken, wie ich mit dem klarkomme. Den Turbo Blaster, glaube ich, war das in der letzten Folge. Den fand ich eigentlich recht gut. Bis auf die Mine fand ich den sehr gut. Die Albuie, da habe ich diese neue Variante davon, die ja seit diesem Spiel neu ist. Die Albuie da. Diese neue, die ja überarbeitet worden ist. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und dieses Mal muss ich halt auch wirklich zum Gegner gehen, weil wir spielen den Nahkampf. Im Nahkampf ein bisschen besser ist. Oder die Gegner haben wieder diesen Boost. Okay. Geh mal hoch. Hopp. Dann komm her. Habe ich den? Nee, habe ich nicht. Den habe ich leider nicht bekommen. Hat's gereicht? Nein. Hat nicht gereicht für die Ivy. Ein bisschen gucken. War haben sie. Ja, da hinten hat es nicht gucken. Oben hätte er aber schon auch noch. Wir haben können. Komm mal her. Und hier ein bisschen was. Und dahin. Da ist ja oben einer. Komm mal her. Wo ist denn der jetzt? Hopp. Und hopp. Komm mal her. Ja, habe ich. Und der springt genau rein. Sehr gut. Mach's mir noch leichter, Gegner. Und dann hier. Jo. Sehr gut, gar kein Problem. Dann hier hin. Hopp. Hopp. Dann komm her. Hab ich. Dann wieder hier. Zack. Jo. 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 Mal her. Habe ich sogar beide auf einmal. Das war sehr stark von mir. Das war sehr stark. Ja, da ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück. Und dann gehen die hinterher. Mal her. Aber es sieht alles sehr gut aus mit der Waffe. Also anscheinend dürfte die jetzt nicht schlecht sein. Zumindest war das jetzt mal eine gute Runde. Ja. Hat mir gut gefallen bis jetzt immer. Gut. Gewonnen haben wir das auch. Sehr gut. Sehr gut. Da fehlt noch ein bisschen was, bis auf die drei. Bei der Brille sieht das schon sehr gut aus. Die anderen beiden Jahre müssen wir noch schauen. Gut. Vielleicht kriege ich bei der Brille auch noch einen dritten gleichen, dann wäre das sehr gut. Aber gucken wir mal. Dieses Mal sind wir auf der anderen Map. Mal gucken, wie ich mich da tun werde. Werden wir ja sehen. Vielleicht läuft es hier genauso gut. War schon relativ zufrieden mit der letzten Runde da. Naja, hat nicht ganz gereicht. Vielleicht gehen wir es jetzt nochmal an. Hup. Ja, komm. Da ist es als Sniper halt auch sehr leicht. Weil wie willst du sonst rüberkommen aus über die Brücke? Dann werde ich mal ein bisschen färben. Vielleicht kriege ich die 800 Punkte hin. Aber wenn ich so spiele, dann natürlich nicht. Das ist überhaupt, weil ich mal die 400, die wären halt Minimum. Weil da gibt es ja diesen Werbebonus. Für die 400. Werden jetzt die Dose wir.
Geh mal her. Hab ich dir jetzt genommen? Ja, habe ich. Wie viele Sniper haben die denn? Junge. Wir haben die 3 und wir haben 0. Come on. Ist das euer Ernst, Nintendo? Ist das euer Ernst? Die haben ja alles nur auf Distanz. Wir können ja... Jetzt mal ehrlich, wie sollen die denn zu denen kommen? Das reicht halt nicht, weil ich die nicht gut geworfen habe. Ach komm. Come on, Nintendo. Das kannst du nicht sein. Ja, die haben nur Waffen auf Distanz. Eigentlich. Wenn man den Doppler da auch dazu zählt. Ich muss da jetzt kurz was regeln. Und ich habe halt eine Nahkampfwaffe. Damit komme ich nicht so gut daher. Jetzt willst du, komm mal her. Habe ich? Gar kein Problem. Das ist der Sniper jetzt hin. Egal. Nicht so wichtig. Und er wird mich eh gleich wieder fokussieren. Spätestens wenn ich hier bin. Dann sind wir jetzt ein bisschen durchgekommen. Normalerweise sollten wir das gewinnen ohne Probleme. Weil ein Sniper halt nicht so viel färben kann. Die gehen mehr drauf, dann die Gegner wegzuräumen und dann können die anderen durch. Aber gut, wenn die 3 davon haben, das ist ein bisschen schön. Na ja. Jo. Oder? Haben wir das noch verloren? Ja. Oder? Wir haben uns halt auch sehr gut weggeräumt, weil wir konnten halt nicht wirklich bei denen rein. Das war halt so das Gute an der Map für die Gegner. Vielleicht ist die Aufteilung in der nächsten Runde ein bisschen besser. Ja, immerhin. Da kriege ich ein bisschen was. Na gut, für das hier dauert es noch ein bisschen, dass man hier die dritten kriegen. Fragmente. Gut. Wir haben die 12. 1. Ja, die dann nicht. Gut, dann sehen wir uns im dritten letzten. Komm. Runter von unserer Kaffeemaschine und weiter geht's in den nächsten Kampf. Ah, okay, jetzt sind gar keine Sniper mehr da. Angenehm, angenehm. Angenehm. Nö. Ach komm. Hm? Ja. Ja. Okay. Jo. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die eine Runde geht sich trotzdem aus. Wenn wir da noch ein bisschen was, was wir machen können. Dann hier hinten. Oh ja. Da sind zu viele Gegner, da hätte ich nicht reingehen dürfen. Aber ich habe halt eine Nahkampfwaffe, da muss ich eigentlich reingehen. Jo. Komm mal her. Ui. Komm mal her, Gegner. Ja, komm, das ist alles wieder fern. Haben wir nichts mit Reichweite im Team? Doch, eigentlich schon, aber nichts. Insep ist halt schon eine gute Waffe. Deswegen spiele ich den auch so gerne. Jo, geh halt nicht runter.
ein Kollege. Ja, komm. Macht halt nicht gut. Der steht hier ewig oben. Anstatt dass er uns einmal hilft. Da unten. Das sind die Gegner. Was sollen wir danach da hingehen? Ja, komm, wenigstens da ein bisschen was machen. Ja, die machen ja gar nichts, mein Team. Nö. Ja, was soll ich da machen? Alter! Was sollen die sich von mir erwarten? Ja? Dass ich den da abräume oder was? Ja, gegen Ende war es dann eh nicht ganz so schlimm. Aber gegen Ende ist jetzt eh besser geworden. Aber trotzdem wird es nicht reichen, oder? Gegen Ende haben wir es dann richtig gemacht, Team. Bei Schaden. Leute. Ja. Hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Splatoon 3 und dann macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss.